Stopp, Microsoft Leute! Gaming und ja, ich nehme auf. So wie abgesprochen, denn ich werde jetzt hier gerade noch das, was wir beim letzten Mal gesehen haben, die Schmiede. Ich hasse Hühnchen! Das Hühnchen ist genau neben dir gespawnt. Die Schmiede fertig machen. Die wir hier so genial entwickelt haben. Und dann werde ich ein bisschen farmen gehen. Kannst du mal gucken, ob du deine Glücksspitzhacke noch irgendwo hast? Ja, guck ich ja gleich sofort nach. Ich bin nur gerade hart gegen Skelette am Kämpfen. Das ist ja so spannend. Ja, immer. Hast du noch ein bisschen Kribbel? Ach, Kribbelstone ist auch hier zu Genüge in den Truhen. Lol. Ich habe übrigens, Wo ist denn der ganze Kribbelstone? Ach, der ist hier drin. Für so ein halbwegs interessantes, imposantes Thema. Imposant? Ja, imposant. Ich habe eine Adventure Map gefunden, die ist so geil, das glaubst du mir gar nicht. Okay. Das sind über 80 Einheiten. Verschiedene, also da geht von Adventure bis Rätseln, bis Redstone-Rätsel, bis hin zu Jump'n'Run. Also alles ist dabei, 80. Und also 80 Einheiten aufgeteilt auf, ich glaube, 9 oder 10 verschiedene Stationen. Also richtig okay. Geil, die macht richtig Spaß. Ich habe mir so gedacht, ja komm, guck's mal nach einer eigenen Adventure-Map, die du spielst. Hab dann die gefunden, hab jetzt nur das erste gespielt, das heißt, ich wäre nicht so weit, könnte also nicht viel spoilern und werde dich auch vorrennen lassen. Ja, hab sie noch. Also die Spitzhacke? Ja. Aber die ist richtig geil, die würde dir wahrscheinlich auch Spaß machen. Muss ich mir mal anschauen. Weil die Adventure Map, die wir da angefangen haben aufzunehmen, die ist ja scheiße. Ja, die ist irgendwie komisch. Um es zu erklären, das ist das, um Springen zu lernen. In Anführungsstrichen. Ich dachte, das würde mal meine Skills etwas verbessern, aber irgendwie langweilt die eher. Ja. Hast du zufälligerweise noch ein bisschen Clean? Ich habe selber noch Cleanstone. Da hast du die Spitzhacke. Glücklich. Auf jeden Fall ist die echt richtig geil, macht richtig Fun. Danke schön für die Spitzhacke. Jo. So, soll ich dir kurz erklären, wie das hier funktioniert? Und den Zuschauern? Da kommt Kohle und... Also wir müssen diese zwei Blöcke, also links... Es sind immer zwei Blöcke einer Einheit. Die Truhe plus der Block rechts neben der Truhe am Boden. Ja. Gehe ich jetzt mal davon aus. So, der Ofen kriegt von oben das, was er brennen soll. In dem Falle tun wir Cleanstone da rein oder Fleisch oder whatever. Und in die rechte Truhe, also von der rechten Seite, bekommt das durch den Trichter. Sieht man jetzt halt nicht so gut, weil ich kann es mal gerade wieder hier rein tun. Guck mal die Truhe. Ja. Das geht halt dann durch den Trichter in den Ofen. Ja. Und wenn es fertig gebrannt ist, geht es durch den Trichter, der unten drunter ist, in die Truhe. Ja. Und das habe ich jetzt halt ziemlich häufig gemacht, damit wir sehr viel Cleanstone auf einmal brennen können, wenn ich jetzt Kohle farmen gehe. Ja. 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 Viel Spaß. Ja. Dankeschön. Ha. So, ich bin am überlegen, was ich schon mal machen könnte. Ich schätze mal, ich baue hier das Farmhaus. Damit fange ich jetzt an, da habe ich gerade Lust drauf. Dann mache ich jetzt. Oder ich soll einfach nur so einzäunen, oder was? Ja, erstmal. Achtung, Creepers. So, dass wir die schon mal, damit die nicht mehr überall auf der Baustelle rumrennen. Und dann wollen wir ein riesiges Haus bauen aus Cleanstone. Was verbunden ist mit dem Farmhaus da. Ich hätte das auch aus Holz, Cobblestone und Holzstämmen gebaut. Weiß nicht. Das soll ja jetzt irgendwie schon zu dem Stil passen. Keine Ahnung, mach das einfach schön und mach groß genug. Mach eine Scheune für Schweine, für eine Scheune, Kühe und für Schafe. Große, schöne Scheune. Kannst du dich noch daran erinnern, wie ich das gemacht hatte? Ja, da hatte ich als erstes auf dem zweiten oder dritten Server, dritter Server, den wir zusammen hatten. Ja, weißt wo du wo, mit dem Portal da. Mit dem
Wo oben das riesige Lager war. Ja. So habe ich mir das vorgestellt. Ich bin gerade am Überlegen, wie groß das sein muss. Schon ganz schön. Ganz schön schön. Oh, ich hasse es ja, Truhen einzusortieren. Hab ich das schon mal gesagt? Ne. Werkzeuge. Hab ich die nicht hier? 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 So. Das bleibt hier. Das Eisen kommt in die fertig gebrannte Boden-Dingsbums-Sache. So, da wünsche ich mich Klick. Wo soll ich denn mal anfangen, mich runter zu putteln? Oder soll ich einfach durch die alte Mine wieder gehen? Du kannst machen, wie du möchtest. Also, mir ist das relativ Wayne. Wer ist denn dieser Wayne? Ach, ich wollte mir erstmal eine drehen. Hab ich ganz vergessen, hör mal. Und ich habe auch nicht auf die Uhr geguckt. Du? Nee. Wir haben jetzt 22.08, dann machen wir um halb spätestens Schluss. Okay. Halb elf, das ist auch spät genug. Schließlich muss ich mich langsam wieder auf normale Zeiten gewöhnen. Urlaub ist bald rum. Halb elf schon? Gleich ist halb elf, wenn wir fertig sind mit der Folge. Krass. Ja, drei Folgen, gleich eine Stunde mindestens, wenn wir nicht überziehen. Weißt du doch. Aber das vergeht immer so schnell die Zeit und man ist immer so ineffizient, weil irgendwie die Zeit so schnell vergeht. Oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir aufnehmen, sind wir viel ineffizienter. Das liegt aber nicht nur an dem Quatsch, das liegt vor allen Dingen daran, dass wir miteinander mehr interagieren als mit dem Stuff, den wir tun. Yep. Wobei auf dem Project X-Server, da haben wir uns ja auch 20.000 Mal gegenseitig geschnitten, sonst hätten wir noch niemals so viel Kills bekommen. Also, Death. Tode. So, jetzt bin ich am Überlegen. Wie machen wir da den Schuh? Übrigens, ich habe mich nochmal mit Attack of the B-Team beschäftigt, bisschen. Ja. Und ich würde sagen, ich meine, das gab es zwar schon mal oder gibt es immer noch von einem gewissen Let's Player. Bla bla bla, aber ich finde halt so ein normales Minecraft Let's Play Vanilla wird auf die Dauer echt schnell öde. Und wenn man dann ein anderes Let's Play anfängt, dann fängt man wieder vorne an und so weiter und so fort. Und dann will man doch wieder Vanilla machen, dann fängt man da wieder was Neues an. Also würde ich sagen, machen wir einfach irgendein Gerät, mit dem man reisen kann. Ja, ich weiß, ich sag's jetzt auch, Debitor LP und so weiter und so fort. Der hatte eine Rakete und der hatte so ein komisches Flugzeug und so. Aber ich habe da an ein U-Boot gedacht. Wir werden irgendwie aus irgendwelchen geilen Blöcken ein U-Boot bauen. Auch mit Glas und so und Beleuchtung. Und Scheinwerfern und so. Und dann werden wir uns mit dem U-Boot einfach auf den Weg machen. Sozusagen in ein anderes Modpack, also in unvertraute Gefilde, und da werden wir dann so lange spielen, bis wir keinen Bock mehr auf das Modpack haben, und dann können wir zurück zu unserem täglichen Let's Play hier. Ja. Gute Idee? Ja. Hab ich mich mal voll Bock drauf. Irgendwie wieder zurück ins Modpack. Ja, klar. Aber halt nur mit dem Einverständnis des anderen. Also sag ich mal so, dass man so vielleicht so 20, 30, nee, ich hab mir gerade halt eine Zigarette gedreht. So, dass man 20, 30, 40 Folgen, so lange wie man halt Bock auf das Modpack hat, oder bis man was Gewisses erreicht hat, setzt man sich ein Ziel oder so, und bis man das geschafft hat, macht man halt das Modpack und dann geht's wieder zurück hier hin, dann kann man ja mal noch normal weiterspielen, vielleicht auch mal Adventure Map zum Nachdenken oder wo es halt wirklich um eine Geschichte geht, dazwischen quetschen. Aber ich habe da schon ein paar Ideen, wie man das gut mit in das normale Let's Play einbinden kann. So. Wie recht ist sie mit Glück? Shit. Ich vermisse irgendwie voll den Macerator. Dass man sich die Ressourcen verdoppeln kann. Ja.
Yay, yeah, die Rückwand ist fertig. Lol, immer flott. Okay, die Rückwand habe ich. Holz. Wo bist du gerade? Unter der Erde. Mit Optifine durch die Erde gucken. Ach, da bist du. Ich hab deine Ich bin noch gar nicht so weit weg. Sneakst du gerade? Nein. Jetzt. Ah, okay. Ach. Hier ist alles so dunkel. Danke. Streise kochen. So. Ein altes Lied von Nina Hagen. Du hast den Farbfilm vergessen. Genau. Mein Michael. Alles schwarz und grün und gelb und später nicht mehr wahr. Jetzt glaubt sonst kein Mensch, wie schön hier war. Das war wahrscheinlich bei dir gerade asynchron. Ja. Wenn wir synchron, zumindest in der Aufnahme synchron singen möchten, dann musst du mich anfangen lassen zu singen und dann steigst du mit ein und ich muss versuchen, in meinem eigenen Takt zu bleiben, während du bei mir asynchron rüberkommst. Ja, das ist klingt kompliziert, schwer. Klingt kompliziert, aber ich habe eigentlich die größte Aufgabe, also das schwierigste Part dabei. Das ist aber auch schwer. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Alles schwarz und links und blau und später nicht mehr. Ich kann den Text gar nicht so gut. Egal. Irgendein Lied, was wir können. Ey, Mr. Creeper Mann, schau mich nicht so grimmig an. Na 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 Mr. Creeper Mann. Boah, ist das anstrengend. Aber es hat halbwegs. Wenn man das übt, geht das echt. Man darf quasi nicht hinhören, was der andere singt. Ich so, la 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 la. La 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 la. Meine Mama sagt, ich bin ganz normal. La 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 la. Ich hab mich jetzt schon in meinen scheiß Gegen verlaufen. Puh. Tja. Denk mal drüber nach. Was mach ich jetzt? Also dir auf jeden Fall keinen wedeln. Ach, mich sieht doch keiner. Tja, das denkst du. Jetzt glaubt mir kein Mensch, wie schön das war. Ha, 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 ha. Oh ja, du hast den Farbfilm. Das ist ganz schön schwer, so ein schönes Haus zu bauen. Ach was, echt? Aber bisher finde ich das gar nicht mal so schlecht. Ich hab mich so krass verlaufen. Ich glaube, jetzt bin ich wieder. Das ist, was ich hier mach. An der Treppe bin ich jetzt, glaube ich, wieder. Nee. Noch nicht wirklich. Jetzt bin ich immer noch nicht an der Treppe. Hilfe! Zu Hilfe! Soll ich dir helfen, komm? Keine Ahnung, ich kann mich auch einfach quer durch die Erde buddeln, ist doch scheißegal. Okay, so sieht jetzt die Rückwand aus. Dann würde ich ja sagen, dass wir... Ich mach mal Zaun. Ich habe ganz viele Zäune schon vorbereitet, bei mir in irgendeiner Truhe. Ich glaube in der Kuddelmuddeltruhe direkt beim Eingang da. Okay. Die habe ich schon vor ein paar Folgen gecraftet. Nee. Tut mir leid, aber dann könnte es passieren, dass wieder eine Sprengfalle in deinem Haus ist. Da muss ich aber diesmal mich leider rächen. Wieso? Das war doch dann schon die Rache. Ja, das ist mir scheißegal. Du bist so ein Asi, ey. Hör einfach auf, dir in mein Haus zu spawnen. Du kannst meinetwegen in den Eingang da, also vorne auf der Brücke und auf meinem Dach, scheißegal. Aber nicht in mein Haus. Muss ich jedes Mal reparieren. Bei mir wird auch immer in mein Haus gespawnt. Zumindest in das oben. Ja, weil du es da nicht zugemacht hast.
Wenn du es dazu machst, dann laufen die auch nicht da rein. Mir egal. Du hast ein Enderauge. Du wolltest das Ende finden, ohne mich. Nee, ich wollte eigentlich eine Truhe bauen und da habe ich festgestellt, scheiße, eine Truhe bringt mir ziemlich wenig. Ja, toll. Aber da habe ich festgestellt, dass ich gar nicht mehr weiß, wie die geht. Ob ich 8 Obsidian brauche oder nur 7 Obsidian, eine Truhe und ein Auge. Weißt du? Ja, aber du brauchst 8 Obsidian. Ja, siehst du? Die haben wir nicht. Uns fehlt noch eins. Ich bin am Überlegen, was wollte ich denn holen? Ach, Zaun! Ich dachte auch gerade, hä? Gucken jetzt mal alle weg! Was machst du denn jetzt schon wieder? Hättest dich einfach im Bett legen können! Junge! Ich bin kurz rausgegangen! Ach, egal. Ich wollte nur nicht sagen, du bist unter der Erde. Hä? Ich wollte sagen, du bist unter der Erde. Im echten Leben kannst du auch nicht einfach mal disconnecten, damit andere schlafen können. Im echten Leben kann ich mich auch nicht mit 2 Sekunden mit einer Spitzhacke durch den Block hauen. Kommt drauf an, wie groß du den Block in der realen Welt siehst. 1 Meter. So wie es eigentlich geplant war. Von Notch. Ja, dann ist mir das egal. Das ergab wieder viel Sinn. Weißt du was? Halt einfach dein Maul. Kann ich nicht, ich bin Let's Player. Das ist tatsächlich ein gutes Argument. Oh, ich freue mich so auf meinen PC, warum ist er noch nicht da? Tja. Weißt du was? So ist das geil. Farbe vergessen. Oh, mein Nippel tut weh. Mein Nippel tut weh. Und ich habe Hunger, immer noch. Da sieht man mal. Unsere Familie ist voll verfressen. Ist echt so. Ja, Essen ist schon eine schöne Sache. Was wären wir nur, wenn wir nicht essen würden? Ich werde übrigens unseren Slogan etwas umändern. Okay, warum das? Und vor allem, wie dann? Ja, von lock dich einen und Fieber mit zu bleibt in der Familie. Hä, what the fuck, warte mal. Was sagst du? Wie soll das? Hast du mich zugehört? Bleibt in der Familie? Bleibt doch in der Familie. Das bleibt doch in der Familie, wenn man irgendwie Scheiße erzählt oder so oder irgendwas passiert. Sagt man doch schon mal, ist doch nicht schlimm, das bleibt doch in der Familie und das bleibt doch unter uns. Ja. Und ich sag dann, unser Slogan ist, das bleibt doch in der Familie. Ich wollte irgendwas, was uns beide halt so, weil wir sind halt Cousins und wir lieben uns halt, aber können nicht heiraten. Der Nick wollte mich heiraten, wenn er erwachsen ist. Echt? Ja. Ich glaube, das überlegt er sich nochmal, wenn er dich noch besser kennenlernt. Gib dem Jungen ein bisschen Zeit. Glaube ich auch. Oh Gott. Man muss bedenken, mein Neffe ist gerade 6 geworden. Ich weiß nicht, ob er wann er es genau gesagt hat, aber Kinder sind ja manchmal ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, dein Cousin ist gay. Scheiße, das ist ja auch mein Cousin. Ich glaube, unser Cousin ist gay. Das ist behindert? Das ist dein Großcousin und mein Neffe. Oder es ist eher dein Großcousin und mein Neffe. Puh, mein Großcousin ist gay. Ja, hör mal. Das ist Verwandtschaft über 2-3 Grade. Da kannst du ruhig ein bisschen. Ist kein Inzest so. Ich gar nicht. Der ist gerade 6 geworden. Alter, ist doch nur Spaß, wie du direkt ausflippst. Aber einfach, du musst dich einfach irgendwann outen. Ich meine, das ist doch schon voll auffällig. Gleich komme ich nach oben. Nee, ist doch nur Spaß, weißt du doch. Ich will das doch niemals jemandem verraten. Sag mal, hast du noch Sand? Nein.
Egal, wir haben ja einen Strand. Jetzt hör mal auf. Sei nicht so böse zu mir. Sonst esse ich deine Glücksspitzhacke auf. Ja, wir sind sehr verfressen in unserer Familie. Viel Spaß beim Ausscheißen. Ich glaube, das kann auch passen. Ich glaube, die Dias verdauen sich sehr schlecht. Ja. Nehme ich über eine Holzspitzhacke. Dauert zwar trotzdem noch lang, aber irgendwie wird es schon gehen. Drücke ich halt mal was härter als sonst. Was geht? Läufst doch so schon beim Kacken über Rot an. Ja, normal. Du nicht? Du musst aufpassen können, mit Äderchen im Kopf platzen. Krass. Ja. Überleg's mal. Mann, ich bau nur Scheiße. Hip hip. Scheiße. Hip hip. Scheiße. Hip hip. Ich hab's vergessen. Hurra! Das war nicht hip, so viel. Nicht noch einmal! Du und SpongeBob, ihr seid auch beste Freunde. Ich wusste gar nicht, dass SpongeBob mein Cousin ist. Ah, naja, egal. Ich hab Dias! Wow! Ui. War da nicht mal was wegen Hälfte abgeben? Ja, und zwar du an mich. Ja, denk mal drüber nach. What the fuck? Das ergab jetzt schon wieder so viel Sinn, dass ich total perplex bin. Ja. Bin ich gar nicht gewohnt von dir so. Wie schon gesagt. Aber die Glücksspitzhacke geht ab und vor allen Dingen hast du in deinen ganzen Mining-Gängen die ganze Kohle liegen lassen. Moment kurz. Es geht voll schnell. Moment kurz heißt, ich bin alleine. Oh yeah, Dancing Party. Bei uns im Hintergrund ist voll die merkwürdige Dancing Party. Bap, 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 bap. Ich wollte noch irgendwas sagen. Ach, wegen GEMA? Nein, ich höre die Musik gar nicht. Um ehrlich zu sein. Ja, ich weiß, die ist nur ganz leise im Fernsehen. Ach so, dadurch, dass du das in deinem Minengang hier die meiste Kohle liegen lassen hast und ich hier die geile Spitzglückshacke. Boah, Spitzglückshacke hab. Glücksspitzhacke. Schon, 7 Stacks zusammen. Kohle. Wow. Ja. Dachte ich mir eben auch so. Deswegen dachte ich mir, ich könnte es mal erwähnen. Weißt du, was sich auch noch zu erwähnen lohnt? Dass ich mich verlaufen hab? Kacke schmeckt nicht so gut. Echt? Ja. Ja. Es ist ja Geschmackssache. Ich find's eigentlich ganz geil. Lässt auch mitten in einem Mining-Gang mal Eisen liegen. Kann man ja nicht gebrauchen, nein. Also, ich nicht. Ich hole mal noch. Jetzt muss ich mir nur noch ein Prinzip ausdenken, wie, dass ich einfach nur das ganze, den ganzen Kuchen in eine Truhe tue und den. Die ganze Kohle in eine Truhe tue und die in die anderen Truhen automatisch gleichmäßig verteilt wird. Ja, und vorne dafür. Hinten raus, weißt du? Dafür wäre dann Feed the Beast echt geil, ne? Aber da wird das Ganze eh nicht lohnen, weil alles eh sau schnell gebrannt ist. Wir könnten auch einfach eine Behutsamkeitsspitzhacke verzaubern, aber irgendwie klappt das wohl nicht so gut. Sag ich. Hatte ich nicht eine? Vorne rein und hinten raus. Hatte ich nicht mal eine Behutsamkeitsspitzhacke? Keine Ahnung, ich bin gerade gerübst und es schmeckt schon wieder nach Kotze. Hip hip, hurra! We are dancing in the moonlight. Du, 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 du. Du. Ich hab keinen Bock mehr auf Farm, außerdem bin ich voll. Also du bist voll. Ich hab Bock mehr auf Farm. Ich hab dreimal die Schallplatte Cat. Oh, voll verschluckt. Ja, da hab ich auch grad dran gedacht. An Murloc. Achso, du wolltest mir gleich noch dein Passwort geben. Ach für, ja. Für WoW, damit ich deinen Account mal ein bisschen creepen kann. Ja.
Aber es kann sein, dass er dann gesperrt wird für eine Weile, weil ich mit einer anderen IP online gehe als du. So. Dann lassen wir das lieber. Das wird dann nur kurz gebannt, du musst ein anderes Passwort machen, dann kannst du weiter zocken. Keine Ahnung, das war halt schon mal bei mir so, weil ich mich beim Freund einloggen wollte, hat es halt nicht funktioniert. Warum auch immer. Wohl Schutz. Die lesen, glaube ich, sogar die IP von dem, der sich einloggt. Ja, dann lassen wir Aber das lieber. dann zock halt selber. Aber dann zock auch mal. Mal mit dir zusammen Inis machen. Ja, er tut mir ja leid, aber. Ja, du musstest ja auch unbedingt krank werden, du Spast. Ja, Entschuldigung, dass ihr die ganze Zeit leveln müsst. Ja, was soll ich denn sonst tun? Betteln? Das habe Als ich den hättest du Leuten, das glaube nicht ich. gemacht. Das habe ich den Leuten, glaube ich, schon in der letzten Folge erzählt. Dass ich das einfach nur aus Spaß mal gemacht habe und voll viel abgegriffen habe. Boah, Ich meine, eigentlich was ist. heißt voll viel? Wenn man auf Level 90 farmen geht, dann kriegt man viel mehr raus, aber Alter, da warst du fast Level, keine Ahnung, Level 25. ja, und dafür war das echt viel. Ich muss jetzt mal nach oben, ich kann gar nichts mehr tragen. Ja, das ist gerade Nacht. Hallo. Hallo. Lol. Ja, cool, aber Aber. sieht mir nicht so riesig aus. Ach, das wird schon groß genug sein. Ja. Ich will einfach mal eskalieren, tut mir leid. Aber scheiße sieht's nicht aus, wo? Nee, aber zu 2D, aber das können wir noch von außen regeln mit Deko. Ja. Der berühmt-berüchtigte Cleanstone-Apparat. Woran Ich hapert's? hab schon was Lol, hier in dem einen rausgenommen. sind schon mehr als zwei Stacks Cleanstone durch. Ja, Hier auch. ich hab auch schon ein paar Stacks rausgenommen. Läuft bei dem Ding hier, ne? Ja, ist voll praktisch. Habe, glaube ich, oben noch eine Koppelkiste. Oh. Zwei Spinnen. Machen Party. So. Party hart, sagst du? Ja. Die Maschine funktioniert genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Meine XP. Mann, ich bin Level 28. Ich wollte eigentlich nur Level steigen. Zwei Level steigen. Aber ich brenne doch schon gar nicht mehr, lol. Pferd, wenn du jetzt da hochgehst, vergiss es. Ich schieße jetzt erstmal das Pferd ab. Nein! Du beschützt das Pferd mit deinem Leben. Sieht wohl so. Aua! Das Pferd ist hinter dem Block. Oh Leute, jetzt hab ich das. Pferd ab. Ey, geil. Da schießt du selber das Pferd ab. So muss das, ey. So muss das. Da schießt du selbst das Pferd ab. Ich krieg's, Alter. Finde das jetzt irgendwie ein bisschen So behindert bin selbst ich nicht. scheiße. Wie du dich einfach über meine Noobigkeit freust. Ja, ich habe ja sonst nix. Und du bist so scheiße, weißt du? Ich treffe auch überhaupt nichts. Aua! Ich hab Hunger. Ich glaube, ich habe gar keinen Unendlichkeitsbogen. Ich hab einen Du? Unendlichkeitsbogen. Mein Unendlichkeitsbogen. Ach, du hast keinen Unendlichkeitsbogen. Du hast nie einen Unendlichkeitsbogen. Wie scheiße teuer die sind. Das ist so ein Spasti, weißt du das eigentlich? Oh, da treffe ich auch noch, ey. Mann!
Alter, Baby-Zombie, hör mal auf. Ich treff dich gleich noch. Ich hab gesagt, du sollst aufhören, ich bin halb down. Wenn ihr jetzt wüsstet, was ich weiß, wäre das sehr interessant. Was? Denkst du, ich habe Projektil drin, ne? Ja. Habe ich aber nicht. Sonst würde ich besser schießen. Kannst ja meine Aufnahme checken, ich habe auch keinen drin und ich habe dich trotzdem vorhin ein paar Mal getroffen. Hab dich trotzdem vorhin ein paar Mal getroffen, Mama. Alter, der war echt Sakaris Breite. Der war Gesichtsschrubber. Wie du einfach nur auf die Eier gehst. Kannst du dich einfach mal aufhören, so behindert zu sein? Kannst du nicht aufhören? Sieht gerade schlecht aus. Warum? Aua, scheiße, da triffst du auch noch. Ja, schön, da brennen die Pfeile nicht mehr. Ja, und ich habe leider keine Pfeile mehr. Oh, ja, erstmal schön den Enderman angucken. Das Dirk ist wohl ein Blub. Gib mal ein paar Pfeile. Du müsstest eigentlich so ziemlich alle von mir aufgesammelt haben. Ja, stimmt, 23 habe ich. Ich habe über 38 gehabt. Alter, wie das mit beim Regen einfach nur mega dunkel ist. Mit Schatten. Ich sehe nur so einen Schatten bei dir, wenn ich dich sehe. Wenn ich dich sehe, sehe ich nur so einen Schatten. Ich hatte gesagt, um halbes Ende, ne? Jetzt haben wir schon 35. Vielleicht sollten wir uns verabschieden. Ja, okay. Bis tschüss, Leute. Bis tschüss.